So, willkommen zurück zu einem Plugin Review, beziehungsweise es wird eher wieder eine Plugin-Vorstellung. Und zwar gehen wir hier wieder auf die Plugins-Seite und laden uns mal Tree Assist runter. Ich habe mir überlegt, ich stelle jetzt erstmal hier alle Plugins, die wir so oft bei uns verwenden, vor. Und gehe dann über zu Plugins, die ich selber nicht kenne. Also ihr sucht einfach Tree Assist, geht dann hier auf Tree Assist, ladet euch runter, tut es wieder hier in den Plugins-Ordner, startet euren Server, in meinem Fall wieder über Bucket GUI. Genau. Ja, starte Bucket. Na, wie war das? So. Haben wir hier wieder, drücken wir wieder Start. Ich starte mal eben den Minecraft-Server. Was laber ich denn? Einfach, ich starte einfach schnell Minecraft. Nee, warte. Wie ging das? Da. So. Multiplayer. Ach, das können wir eigentlich schnell als Server hinzufügen. Werde ich auch noch öfter brauchen. Und zwar dieses Plugin. Oh, da können wir gleich hier diese schönen Bäume verwenden. Eine Steinaxt habe ich auch schon vom letzten Mal. Dieses Plugin ist prinzipiell komplett wie das Timber-Plugin. Bis darauf, dass es, wie man hier sieht, den kompletten Damage hinzufügt, den man normalerweise vom Abbauen dieses Baumes kriegen würde, und den Baum direkt nachpflanzt. Funktioniert natürlich mit jedem Baum und jeder Sorte von Axt, und das pflanzt es immer sofort nach. Angenehm finde ich persönlich auch, dass es die Blätter schneller abbaut. Was man jetzt hier irgendwie schlecht sieht, macht es normalerweise. Moment. Gehen wir mal schnell dahinter. Vielleicht kann ich das hier in einem der Bäume besser zeigen. Blub. Ja, da waren die Blätter sofort weg. Genau. Das ist eigentlich schon so der ganze Ingame-Quatsch von dem Ding. Das kann man natürlich mit den folgenden Commands auch wieder deaktivieren. Wenn ihr einfach Tree Assist Toggle eingebt, dann funktioniert das nicht mehr für euch. Wenn ihr das Ganze eingebt mit Global, funktioniert das für niemanden mehr. Das Ganze könnt ihr natürlich auch wieder anmachen. So, genau. Das war so das Ingame-Dingens. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz. Hier entsteht dann ja dieser Ordner. Da gibt es jetzt die zwei Sachen. Die zeige ich euch jetzt ganz kurz, was das denn jeweils ist. Jetzt hier die Config. Automatic Tree Destruction True bedeutet einfach, ob der Baum denn jetzt automatisch angemacht wird, abgebaut wird. Use Permissions bedeutet, wenn ihr Permissions verwendet, da kommt auch noch ein Tutorial. Hoppala, kleine Unterbrechung, wo waren wir? Genau. Sapling, nee, Use Permissions, falls ihr ein Permission-Plugin kommt, verwendet. Dazu kommt doch mal ein Tutorial. Dann Sapling Replant ist eben, ob es automatisch einen neuen Baum pflanzt. Full Tool Damage könnt ihr an- oder ausmachen. Das ist eben nur, ob ihr nur einen Damage von der Axt nehmt oder mehr. Ignore User Placed Blocks. Heißt, ob es ignorieren soll, ob sie von euch platziert sind oder nicht. Wenn ihr das auf True setzt, dann wird einfach jeder Baum, also alles, was mit Logs zu tun hat, abgebaut. Minecraft MMO ist wieder ein Plugin, deswegen das stelle ich auch noch vor. Das ist einfach nur, ob ihr es verwendet oder nicht. Destroy
Only Blocks Above heißt, ob es nur. Nee, Moment. Das ist das Falsche. Ob es nur hier das hier abbauen soll. Tree Types sind hier einfach nur welche Baumtypen es gibt. Dann, ob es schnell die Blätter abbauen soll. Dann, ob der unterste Block zuerst abgebaut werden muss. Dann, wie lange der Sapling protected wird. Das heißt, wenn ihr das einfach hochsetzt, dann könnt ihr den Sapling für so und so viele Sekunden nicht abbauen. Wenn die Bäume verbrennen, ob es dann wieder neu gepflanzt werden soll. Ob die ganzen Saplings überhaupt komplett nicht kaputt gemacht werden können. Und wie viele Sekunden es dauert, bis der Baum neu gepflanzt wurde. Dann hier die ganzen Sachen, die zum Replanten, dann die Tools, mit welchen Tools ihr das alles abbauen könnt, ist hier. Könnt ihr welche hinzufügen, falls ihr mehr Tools habt. Sapling Replant Require Tools heißt eben, dass es benötigt wird, um. Nein, dass ihr es unbedingt mit einer Axt abbauen musst, sonst wird es nicht neu gepflanzt. Tree Destruction ist das gleiche, nur dass ihr eben eine Axt braucht, damit der Baum komplett kaputt geht. Das heißt, mit der Hand oder mit irgendeinem anderen Tool funktioniert das nicht. Enable per World ist eben, ob es nur in bestimmten Welten gelten soll, die ihr dann hier drunter auflistet. Und für Modding, ob es Custom Logs gibt. Und hier könnt ihr nochmal die ganze Config durchlesen. Du darfst weg. Gut, dann öffnen wir hier mal das Data. Da steht dann nur das hier drin. Und das ist einfach nur, eben, könnt ihr ignorieren, da könnt ihr eh nichts, solltet ihr eh nichts drin verändern. Genau, das war jetzt eine kurze Episode, aber auch ein sehr nützliches Plugin und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.